den Verfassungs- und Bezirksausschuss beantragt. Wer wünscht das Wort? Frau Özdemir hat sich schon gemeldet und sie hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Zustände in den Hamburger Ausländerbehörden sind katastrophal. Ich bitte Sie noch mal ein wenig zuzuhören, dann haben wir das auch alles hinter uns und Sie können Fußball schauen. Ich will Ihnen das jetzt noch mal schildern und Sie kennen das ja nicht aus eigener Erfahrung. Wir waren vor ein paar Wochen morgens um 6 Uhr im Bezirksamt Altona in der Ausländerabteilung und haben mit den Menschen gesprochen. Die ersten waren morgens um 3 gekommen. Um 6 Uhr wird die Tür aufgeschlossen, so dass die Menschen noch wenigstens die Möglichkeit haben, drinnen zu warten. Und als Ansprechpartner ist lediglich ein externer Sicherheitsdienst vor Ort, der nichts über die Abläufe und nichts über die Thematik weiß. Dann kann man sich in eine Warteliste eintragen. Nur war die Warteliste schon um 7 Uhr morgens voll. Das heißt, schon eine halbe Stunde vor Beginn der Öffnungszeit ist man sowieso schon zu spät. Ab 8 Uhr wurden dann die Menschen einzeln entsprechend der Liste aufgerufen und erhielten dann ihre Wartenummern. Wir haben mit Menschen gesprochen, die schon das 5. Mal da waren, wegen der gleichen Angelegenheit. Und das Traurige war, dass wir auch mit Schülern gesprochen haben, die bereits das 3. Mal nicht in die Schule gehen konnten. Und diese Schüler waren übrigens in Hamburg geboren, allerdings mit dem falschen Pass. Viele haben offen mit uns gesprochen, aber viele hatten auch Angst, ihre Namen zu nennen. Sie haben Angst, ihre Meinung zu äußern, weil sie Nachteile befürchten. Dabei sehen es die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ja nicht anders, denn sie müssen unter diesen katastrophalen Bedingungen arbeiten. Sie müssen den Unmut der Betroffenen aushalten und sie werden mit den Aggressionen konfrontiert, die sich nach stundenlangem vergeblichen Warten aufbauen, auch wenn man mal nur eine Frage hat. Wer unter solchen Bedingungen arbeitet, wird wohl öfter krank. Und der eigentliche Skandal ist ja, dass das alles vorhersehbar war, dass die Bezirksämter schon vor knapp 2 Jahren darauf hingewiesen haben, dass ein Mehrbedarf entstehen wird. Dieser Mehrbedarf wurde klar definiert, aber es wurde nichts gemacht. Und wie war das in den Kundenzentren, wo Menschen wie Sie und ich, also Menschen mit einem deutschen Pass, ihre Angelegenheiten erledigen? Auch in den Kundenzentren gab es vor etwa einem Jahr längere Wartezeiten wegen veränderter Abläufe. Alle Fraktionen haben das damals thematisiert und sofortige Besserung gefordert. Und das hat ja auch etwas genützt. Inzwischen wird man in den allermeisten Fällen wieder freundlich, schnell und kompetent behandelt. Und man kann auch vorher anrufen und die notwendigen Informationen bekommen. Kein deutscher Hamburger muss stundenlanges Warten in Kauf nehmen. Keiner muss sich für eine Passangelegenheit für 2 Tage frei nehmen und niemand fühlt sich als Mensch zweiter Klasse. Alles kein Problem. Frau Abgeordnete, einen Moment bitte. Meine Damen und Herren, es redet nur Frau Özdemir, niemand sonst. Wenn Sie untereinander unterhalten wollen, können Sie es gerne tun, aber bitte nicht im Plenarsaal. Fahren Sie bitte fort. Danke. Man kann auch in irgendein Kundenzentrum gehen, das gerade auf dem Weg liegt. Das alles geht bei Ausländern nicht. Hamburgs Verwaltung ist also in der Lage, kundenfreundlich zu arbeiten. Es ist eben nicht so, dass unsere Stadt zu arm oder zu rückständig wäre. Es ist einfach eine Frage des Wollens. Und deshalb muss neben der Personalfrage geprüft werden, wie die organisatorischen Abläufe effizienter gestaltet werden können. Es muss eine telefonische Erreichbarkeit gegeben sein. Es muss eine Terminvergabe erfolgen, es muss Ansprechpartner vor Ort geben und ein nächtliches Schlangestehen vor Hamburger Ämtern darf es nicht geben. Alles andere ist rückständig und passt nicht zu unserer Stadt. Nun hat die GAL auch einen Zusatzantrag eingebracht, den wir auch sehr gut finden und könnten uns auch im Ausschuss noch mal überlegen, wie wir diese beiden Anträge kombinieren könnten. Diesen Antrag greifen wir auch gerne auf. Danke.